Herzlich willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Wir spielen heute State of Decay Breakdown. Sind wir hier eigentlich richtig? Nee, 100% die falsche Richtung. Oh, total die falsche Richtung, Leute. Stinker. Ja, wir verlieren wieder Leben. Diese Stinker soll man nicht niederfahren, weil die verstinken dir die ganze Karre. Hier müssen wir lang. Und ich muss mal stehen bleiben und Medikamente nehmen. Aber nicht hier. So, hier geht's. Dass wir wieder Leben voll haben. Da ist nicht sehr rentabel, einen Stinker umführen. Also wenn dann niederschießen, alles andere ist für den Arsch. Niederknüppeln geht auch noch, aber da verliert man sicher auch Leben, wenn man daneben steht. Also am besten niederschießen aus Entfernung. So, da müssen wir jetzt vorbei. Was ja nicht so das Problem sein sollte. So, da sind wir durch. Da ist eine Zombie-Horde, die interessiert uns aber herzlich wenig. Na gut, sie ist in der Nähe von meiner Base, aber nur in der Nähe. Da müssen wir rauf und sind zu Hause. Schön eingepackt. Papa hat was mitgebracht, Leute. How's it going? Bestens, bestens. Danke für die Nachfrage. Wir haben guten Einfluss, gute Bevölkerung. Das Einzige, was uns wirklich fehlt, sind Baumaterialien, Benzin und so ein Zeug. Das hier, ja, das können wir eigentlich kaputt machen, weil es ist eh beschädigt. Dann nehmen wir lieber ein neues. Was brauchen wir hier? 22er, das heißt, das können wir abgeben, abgeben, abgeben. Und eine neue Waffe brauchen wir. Schaufel. Und was nehmen wir? Ich möchte das Beil, das war richtig lustig. Wo ist das Beil? Waffen haben wir immens viele, ne? Nehmen wir das Beil? Wieso kostet das eigentlich so viel? Also, das Beil finde ich sowieso cool. Da ist unser Läufer. Wir könnten, ja, was könnten wir machen? Irgendwas durchsuchen. Die Tussi könnte uns wieder mal sagen, wo Baumaterialien sind, weil Benzin finde ich eher noch, glaube ich. Wo ist das schnell hier? Na, no. Was ist denn jetzt? Haben wir da verdrückt? Wo ist es? Hier, so. Baumaterialien bitte wieder. Was gibt's sonst noch? Die Garage ist fertig. Okay. Es wird repariert. Angeblich, sage ich jetzt mal. Nacht ist blöd, Leute. Nacht ist schon blöd. Schauen wir vielleicht nochmal dorthin und räumen das hier aus. Vielleicht findet man auch zufälligerweise Baumaterialien, kann ja sein. Ich höre hier Zombies. Kann nicht sein, dass die vor unserer Haustür sind. Wozu habe ich einen Scharfschützen? Und der ist noch nicht repariert. Jetzt bin ich neugierig, ob der bis zum Morgen repariert ist. Ehrlich, da bin ich jetzt neugierig. Nehmen wir... Als erstes Mal machen wir den platt. Ah, die Axt ist schon was Geiles. Bam in die Fresse. Nehmen wir das Bullenauto hier.
schön geslidet. Es leckt wieder wunderbar. So, da müssen wir vorbei. Was ja kein Problem ist. Die können uns mal, die Zombies. Ist aber ungut, dass jetzt schon überall so viele sind. Also man muss wirklich überall aufpassen. Es ist mitten in der Nacht, wir sehen auch nicht so viel. So, ich würde sagen, wir durchsuchen das systematisch hier. Oh oh. Es sind mehrere, sonst hätte ich das jetzt so gemacht. So, ist Ruhe. Wunderbar. Hier hat es, glaube ich, damals Baumaterialien gegeben, aber ich bin mir nicht sicher. Kann man da reingehen in die kleine Garage? Sieht, ja, sieht danach aus. Area secure. No Zeds here. Hier ist nichts, aber auch nichts zum Holen. Gut, wir haben das geklärt. Gehen wir ins Haus. Oh, vielleicht ein bisschen leiser. Es wird hell. Wunderbar. So, aufgebrochen. Wieder zumachen, denn sicher ist sicher. Ich möchte nicht ungebetenen Besuch. Wie sieht hier aus? Gibt es hier etwas? Nein. Hey, check your map again. Ja. Was mit dem? Fremden Schwierigkeiten, aber Baumaterialien hast du mir noch nicht gesagt. Hier gibt's auch nichts. Gibt's hier überhaupt was? Schau mal da. Better look around some more. Hey Leute, hier ist ja gar nichts. Was ist für eine Scheißbude? Hoppala, nicht zumachen, aufmachen. Schirche Zombie da, dich schubse ich. Gut, dann fahren wir ein Stück weiter. Immer im Auto, das ist sicherer, auch für ein paar Meter. Autos sind schon wertvoll, da hat einer meiner Zuseher absolut recht gehabt. Ich glaube, da können wir rein. Sind da mehrere? Na, leck nicht so. Ne, da können wir nicht rein. Ist hier jemand? Jo. Hier. Was ist mit dir? Ist das mein Läufer oder was? Ich glaube, der gehört zu mir. Weg von meinem Auto. Und drauf auf den Kopf. Platt ist er. So, das ist mein Läufer, glaube ich. Ah, da ist noch was zum Angucken. Vielleicht gibt es hier noch was. Schauen kann man ja. Ah, hier gibt es gar nichts, Leute. Hier gibt es überhaupt nichts. Hier ist tote Nacht. So, weiter geht's. Wie sieht's hier aus? Oh, hier gibt es zumindest Zombies. Die locken wir jetzt an. Fahren wir sie über den Haufen. Dann holen wir uns, was wir brauchen. Gut, ich sag mal so, für die zwei, da kann man reingehen. Das ist, no, das sind mehr wie zwei, Leute. Kommen nicht raus, die Pisser, hä? Die ganze Gegend kommt, aber nicht die. Ja, wieder einer. Noch einer.
So, können wir jetzt endlich rein? Der hat uns einmal getroffen, aber nur einmal. Autos sind genug hier, Zombies dummerweise auch. Hier ist gar nichts mehr. Da ist was, da ist was. Das sieht auch nach Baumaterialien aus. Geil, geil, geil. Irgendwo ist ein Zombie vor meiner Nase. Ah, da ist der Dicke. So, da nervt mich nicht, Zombies. Oh, Scheiße. I'll run this on. We'll be ready. Hey, du Pisser! Scheiße. Scheiße! Auto, Auto, wo ist das Auto? Sonst haben wir ein Problem. Geh runter, Mann! Ist das ein Pisser? Tabletten? Lass du mein... Ah, Ruhe ist. Du auch. Oh, Scheiße, Zombie-Horde! Ganz schnell das hier. Verstärkung rufen, dass die das plündern. Und das nehmen wir mit, das lassen wir. Wir haben. Oh, oh, hau ab, du! Ich habe keine Zeit für dich, Junge. Wir müssen jetzt hier weg, da ist eine Zombie-Horde. So, unser Läufer soll das abholen. Die Zombie-Horde vernichten wir noch. So, das haben wir gut gemacht. Nicht mehr viel über von der Zombie-Horde. Schauen wir nun zurück. Da ist noch was. Oppala, meine Tür. Du noch. Komm her. Komm zu Daddy. So, ist das der richtige Weg? Wir markieren das zur Sicherheit hier. Passt, glaube ich. Allerdings raucht die Karre schon. Darum nehme ich jetzt das da. Mann, leck doch nicht so. Das ist doch ein Witz. Solche extremen Minilegs. Oh, das Taxi ist ein bisschen schwerfällig. Also bis der beschleunigt ist Weihnachten schon wieder. Endgeschwindigkeit auch nicht so gut. Na, muss man schauen. Ein Auto ist es. Aber das Polizeiauto ist besser als Taxi, definitiv. Sie hat Materialien gefunden, sehr gut. Ah, witzig, da war ich gerade. Okay, mein Läufer sollte das eh abholen. Mal ein bisschen Licht an hier, dass wir was sehen. Oder. Das ist ein großer Abgrund hier, da dürfen wir keinen Blödsinn machen. Und rüber. Da kommt mein Läufer. Steht ein bisschen blöd in der Gegend rum. Gehst du mal weiter auch? Baumaterialien. Hab irgendjemand nach Hause gebracht. Nice one. Ja, ist nichts repariert noch. Ja, nur Karosserieschäden und Reifenschäden. Aha. Das heißt, für den Motor muss ich wieder was extra noch bauen. Das ist halt blöd, ne? Aber ich glaube, wir haben hier Baumaterialien auch. Aber sicher doch.
Jawohl, jetzt haben wir Baumaterialien wie Sau. So, wie sieht's jetzt aus mit Wohnwagen und so? Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi Let's Play. Tschüss!